Normal. Aber vielleicht, wenn ich den das Gold zur Verfügung stelle. Jetzt, ich meine, jetzt haben die 40.000 Gold. Vielleicht entwickeln die sich da auch ein bisschen besser. Naja, mal sehen. Eine Schule. Da. Akademie bildet Schiffsmannschaften und Offiziere aus. Das würde heißen, Schiffsmannschaften würden mehr Erfahrung bekommen und ich würde Offiziere rausholen, aber... naja. Bis... Wo haben wir denn hier? Loyalität hoch. Was haben wir denn hier bei der Festung? 250.000. Ach, was soll's. Jetzt weiß ich nicht, was schneller geht. So. Wow. Okay. Bauen. Aber es ist immer noch ein Dorf. Und mit 300.000 können wir 21 Kilo Kanonen verschlagen da. Ah, naja. Dann brauchen wir eine Kirche. Und die Kirche braucht Kolonie-Level Stadt. Ja gut, aber mit einer größeren Festung wird das schon hinhauen. Ich brauche nämlich unbedingt Schulen für meine Offiziere, sonst bin ich ein wenig aufgeschmissen. Sagen wir es so. Bomben, stimmt. Nachladen, Traumkerne. Schön. Und was machen wir jetzt? Wir gehen auf die Jagd nach Geld. Weil wir das brauchen für unsere Kolonien. So einfach scheint es zu sein. Oh ja. Puh ja. Holländer. Mal sehen, was für Schiffe die diesmal dabei haben. Eine Kriegsgaleone und... drei kleine Schiffe. Warte mal, Traubenkerne haben nur eine geringe Reichweite? Ja, ergibt Sinn. Ach, jetzt weiß ich, was das Problem ist hier. Mann. Kanonenkugeln haben die höchste Reichweite, natürlich. So ein Mist. Ja. Dieses Kriegsschiff, das ist so schwer. Das ist unglaublich. Naja, wenigstens scheine ich meist schneller zu sein als meine Gegner. Ob das jetzt an den Segeln liegt? Jetzt habe ich mich wieder zu weit gedreht, würde ich fast wetten. 2,7. Ja, ein wenig schneller. Ah nein, gar nicht so viel zu weit. Jetzt werden sie schießen. Aber ich kann ja auch schießen. Mit Traubenkernen. Hallo. Oh, verdammt. Ich dachte, Traubenkerne würden nur auf die... Dings gehen, auf die Segel. Ja, ich glaube, das waren dann eher die Knippel, oder? Ach, so ein Mist. Wow, 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 wow. Was ist denn Kack? Ja, wenigstens das beste Schiff habe ich geentert von denen. Ansonsten...
von hier. Dankeschön. Alles klar. So schnell ist das Ganze hier erledigt. Jetzt nur noch den Kapitän kurzerhand über den Jordan schicken. Und das war's auch schon. So. Und diesmal kann ich sogar kapern. Schön. Mittlerweile habe ich ja wieder genug Leute. 3, 4. Oh, ich glaube, den muss ich noch loswerden. Würde ich sagen, die Traubenkerne kommen runter und die Knippel kommen rauf, obwohl nicht so viele. Gut. Planken. Ist okay. Ansonsten, ich übernehme einfach mal den Kram. Dann habe ich da nachher nicht mehr so viel, was ich dann rumschieben muss. So. Schiff ist gekapert. Und die haben fast kein... Ja klar, die haben keine Crew mehr. Ist ja klar. Knippel. Schön. So, Weltkarte. Ist ja eigentlich wurscht. Gehe ich auf die Weltkarte. Und fahre mal los in Richtung Isla Mona. Da wollte ich ja sowieso hin. Und da kommt ein weiterer Strafkonvoi oder Kriegsgeschwader oder was auch immer. Und da die mich verfolgen, gebe ich denen mal eine reelle Chance, so dass ich denen gleich, wenn ich rauskomme, wieder direkt auflauern kann. Ja, so muss man das planen. Da fahre ich denen direkt jetzt, anstatt wegzufahren, fahre ich denen frontal entgegen. Naja. Vielleicht finde ich ja hier Offiziere, da weiß ich ja gar nicht, wie der Stand ist. Manchmal kommen dann hier auch Offiziere, hoffe ich zumindest. Die besten Waren zum Spottpreis. Deswegen, ja. Zucker, Leinen, Rum, Leder. So viele schöne Sachen. Gut, dann 1000 Nahrung sollten erstmal reichen. Traubenkerne kann ich auch noch Ladung abgeben. Planken. Hm. Weiß ich nicht. Traubenkerne. Ach, dann schießen die aber aus geringerer Reichweite. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Dann schießen die nur aus geringer Reichweite. Oh, 900 Planken. Ich sollte die verkaufen, bevor es da irgendwas gibt. Nahrung. Ah, okay, Nahrung brauchen sie nicht mehr. Das ist schön. Jetzt noch kurz Schiffe verwalten. Oh. Sandelholz. Sandelholz wird weggetan. Und Planken. Nein, Traumkerne hier rüber und Knüppel hierher. Damit wäre dann doch mal fertig. So. Jetzt wird das Schiff verkauft. Damit wieder ein bisschen Geld reinkommt. Und dann geht's in die Kneipe, um nach Leuten zu gucken. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. So, 24.000. Tja. Für die nächste Festung reicht's dennoch nicht. Nun gut. Tja. Jetzt nochmal in die Taverne. Vielleicht finde ich da doch noch einen Offizier. Boah, so viele Aufträge von Händlern. Das ist ja unglaublich. Captain. So, Leute zuerst einmal. Die braucht man immer. Und jetzt vielleicht ein Offizier?
Ah, schade, 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 schade. Ich hoffe immer noch auf einen Schiffsarzt. Vielleicht irgendwann mal. Gut, jetzt geht's weiter mit dem Strafgeschwader oder dem Kriegsgeschwader. Direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür. So, jetzt muss ich mich aber noch drehen. Sonst haut das Ganze hier nicht hin. ja. Knippel, nur 355. Na gut, das sind schon ein paar Ladungen bei 66 Kanonen. Von daher werde ich mich nicht beschweren. Und raus und meinem Feind entgegen. Ein Strafgeschwader. Aha, erkennt man an der Größe. Das ist dann doch etwas anderes war. So, jetzt müsste ich allerdings irgendwie mal die Schiffe identifizieren. Ah, ein Linienschiff ist unter anderem dabei. Mal sehen. Mit den Knippeln nur die Segel ausschalten, das ist ja auch eigentlich ganz gut. Oh Mann, meine Nase juckt schon wieder. Oh Mann. Entschuldigung. Eine Sekunde, ich muss mir gerade mal die Nase putzen, sonst ja. Okay. Nase ist geputzt und es kann weitergehen. Ich hoffe doch mal, dass ich eins dieser Schiffe übernehmen kann. Was natürlich jetzt auch mal wieder schön wäre, wäre, dass die einfach mal aufgeben und ich die als Sklaven nehmen kann. Obwohl, so viele Sklavenaufträge habe ich in letzter Zeit gar nicht. Das ist blöd, das muss ich nochmal abschätzen irgendwie. So, ist mir jetzt Latte. Jetzt gibt es erstmal eine Ladung Knippel. Habe ich wen erwischt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, dass ich gerade schieße. Was soll's? Segeln nach. Ah, schön, wunderschön. Ich bin in der richtigen Richtung. Allerdings. Ah, ich kann sie schon entern. Schön. Wunderbar, dass, wenn man einen Entermeister hat mit 10. Da hat man so weite Entfernung fürs Entern. Das ist wirklich praktisch. So. Double Kill. So selten. So selten, dass das funktioniert. Aber dieses Mal hat es hingehauen. Wunderschön. Ach so, ich wollte ja eigentlich noch. Ups. Ja, ich wollte ja eigentlich noch tauschen mit dem Man of War. Aber. Gewöhnliches Fernrohr, okay. Wird alles gekapert. Alles. 21, 26, 4, 3, 10. Also ich glaube, ich nehme dann mal. Nein, den nicht. Den muss ich immer noch. Schiff ist gekapert, so. Das ist kein Problem. Gut. Was ich jetzt noch wissen wollte, ist 2,9. Ich bin schneller. Nicht viel, aber ich bin schneller. Ich bin schneller und das ist die Hauptsache. Dann kann ich die nämlich auch einholen. Nee, so. Ah, ich glaube, ich habe nicht getroffen. Schade. Aha, da habe ich einen Mast wahrscheinlich gefällt oder so. Und jetzt sind sie langsamer geworden. Und das bringt mich in die schöne Situation, dass ich sie jetzt doch einholen kann. Jetzt gehe ich noch ein bisschen auf R. Ah, schade, die anderen kann ich noch nicht abschießen.
Sonst würden da die Segel fallen wie